Aber die Ehre, Grüße an die Abonnenten. Ich lösche noch schnell das Feuer und dann geht's los. Heute zocken wir mal The Hunter 2013. Ja, richtig geil. Ich bin da durch Zufall reingestolpert. Ja, ich habe mal wieder geschaut, was es so für kostenlose Browser-Games gibt. Und dann habe ich mir gestern die Demo-Version gesaugt. Ja, und ich dachte, ja, das wird schon so ein Mist sein. Ja, Browser-Game, das kann ja nichts sein. Und habe ich mir die Demo-Version gesaugt und wollte eigentlich bloß so 5 Minuten zocken. Ja, ich habe gedacht, das wird eh nichts. Und plötzlich war ich mindestens 2,5-3 Stunden vor dem Spiel gehockt. Und ich wollte eigentlich gar nicht aufhören, aber ich musste dann, war schon ziemlich spät und es war richtig geil. Ja? Ich habe mir dann heute gleich die Vollversion gekauft, weil in der Demo-Version kann man ja leider nur eine Tierart erledigen. Aber hier habe ich jetzt lizenziert für alles und es waren auch coole Waffen dabei, zum Beispiel hier der Bogen. Damit werde ich heute was erlegen. Ja, ich habe noch nicht benutzt, keine Ahnung, ob die Pfeile eine ballistische Kurve haben. Jawohl, und da klingelt gleich mal das Handy, so muss sein. Und das ignorieren wir jetzt. Hallo hier, sag mal Hallo zu meinem kleinen Freund, ja, Mr. Dirty Harry, ja, vom allerfeinsten, Kaliber 44, schönes Scope obendrauf, war auch noch dabei. Den habe ich zur Selbstverteidigung, ja, was denn sonst, falls ich angegriffen werde von einem wilden Eichhörnchen oder so. Und jetzt rufen wir hier mal die Karte auf und dann schauen wir mal, wo wir hier lang gehen. Also ich war hier noch nicht, das sind anscheinend, das ist hier der Levelabschnitt Deutsche Wälder. Ja, es gibt ja verschiedene Regionen, richtig cool, Berge, Schnee bedeckt und Täler. Und also die Grafik ist sowieso, die Grafik ist wirklich sensationell. Ich bin begeistert von Browserspiel, die ist detailliert und liebevoll und gestern auch auf der Demo-Map, ja, da hatte ich auch schon ein Tier vor mir. Und plötzlich ist ein Flugzeug über mich drüber geflogen und hat Krach gemacht, ja, das Tier ist abgehauen. Also sensationell, auch wie die Tiere reagieren auf Umgebungsgeräusche und man muss sich da wirklich langsam anpirschen. Die wittern einen oder sehen einen sofort, also das ist richtig gut gemacht. Und man muss auch, was ich so mitbekommen habe, einigermaßen auf die Trefferzonen achten. Ja, es gibt auch Trefferzonen, dass man ein Tier schneller erlegen kann. Ja, es gibt auch, je nachdem in welche Organe man es trifft, umso schneller. Lunge und Herz ist, glaube ich, ganz gut und da gibt es auch ein paar Zonen, da stirbt es anscheinend nicht ganz, also ich muss noch üben, ich bin noch ein totaler Noob, also wenn ich hier noch ein paar Fehler mache, keine Angst, ja, die Profis könnten mir mal ein paar Tipps geben, ich kenne mich noch überhaupt nicht aus, ich habe auch ein paar Lockmittel dabei, ich weiß nicht, ob ich die mal gleich richtig einsetze und hier oben, man sieht schon, oh yes, hier schon wieder ein schöner Regenbogen, also das haben sie schon richtig gut gemacht, ja, auch die Animationen von den Tieren und so, das ist alles ordentlich. Ja. Und das wird auch ordentlich mit Updates versorgt. Ja. Und ich habe auch gesehen, man kann sogar ein Multiplayer spielen mit mehreren Leuten. Ist ja mal richtig geil. Ich habe jetzt hier erstmal einen Singleplayer gestartet. Und dann schauen wir mal. Ja. Und ihr wisst ja, ne, am Ende eines Regenbogens ist immer ein Goldtopf. Ja. Da müsste ich mal schnell hinter da eigentlich. Und dann schauen wir mal, ja, ob wir was finden hier. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Ja, ich habe schon alles abgeschaltet, diese ganzen Hilfen, Informationen über Tiere, Spuren werden nicht markiert. Wenn schon, will ich hier den Profi-Modus zocken, ja, dass das realistisch ist. Und das ist natürlich das Optimale für einen Anfänger. Ja, keine Ahnung von nichts, aber gleich im Profi-Modus. Aber ich habe hier meinen Jägerpell dabei, hier was ist das hier, dieser PDA. Dieser kleine Helfer, der zeigt mir dann die Stimmen an und aus welcher Richtung das kommt. Ja, da bin ich nicht ganz verloren. Und dann schauen wir mal. So, jetzt bin ich hier angekommen. An der ersten Lichtung. Ja, die checken wir jetzt einmal ab, ob wir hier irgendwie schon mal was sichten. Ja, und hier schaut man die Details, wie die Blätter runterfallen, ja, wie die im Wind dahin getrieben werden. Also sensationell, ich bin begeistert. Holen wir mal das Fernglas raus hier. Und schauen wir mal, ja, hier ist noch nichts, aber ich wette, ja, ich finde hier irgendwas an so einer Lichtung, da gibt es bestimmt irgendwas. Ja, das ist doch prädestiniert für einen Wildwechsel. Ist auch schön gemacht, der Effekt von dem Fernglas, gefällt mir gut. Und schauen wir hier mal. Nein, nichts. Schade, dass auf der Straße keine Autos fahren. Tja. Oh, hallo Mr. Baum. Hat sich rangeschlichen, die Sau. Immer noch nichts. Ja. Ja, das ist auch das Schöne an dem Spiel, man hat hier keinen Stress. Ja, man marschiert hier auch schon mal 10 Minuten durch die Pampa und es passiert nichts. Ja. Wunderbar. Das kann man auch schön genießen, die Aussicht ist schön, die Umgebungsgeräusche sind sensationell. Und
Da macht es echt Spaß. Ich war gestern so drin. Oh! Oh, 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 Moment. Das ist ein Reh, klar. Ja, weiblich wahrscheinlich, oder? Höchstwahrscheinlich. Ich habe nicht das richtige Lockmittel dabei. Jetzt probiere ich das hier mal, vielleicht klappt das auch. Ihr könnt mir ja Tipps geben, aber ich denke, bei Rehen wird das nicht funktionieren, oder? Aber ich habe eine Peilung, ich habe ihn angepinkt. Er ist vor mir. Okay, jetzt, also, das habe ich schon gelernt. Nicht rennen. Ja, ganz vorsichtig in die Hocke gehen, dass man wenig Geräusche macht und die Tiere ein schlechter sehen. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt schauen wir mal, ob ich Glück habe. Ganz vorsichtig hier ran. Ganz vorsichtig. Der Vorteil am Pfeilenbogen ist natürlich, er macht keinen Krach. Dadurch kann ich das Wild nicht verscheuchen. Allerdings der Nachteil ist, die Reichweite ist nicht sehr hoch, glaube ich. Na, wo bist du denn? Ist jetzt natürlich nicht so optimal hier zwischen den Bäumen. Mann, das ist richtig geil. Man ist gleich mittendrin. Ich probiere mal nochmal einen Lockruf. Verdammt. Ich hätte alle Lockmittel mitnehmen sollen. Verdammt. Das ist natürlich wieder ein Anfängerfehler. Und jetzt hier, was geht denn ab? Es fängt zu regnen an. Ja, wie geil ist das denn? Dynamisches Wetter gibt es ja auch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Verstehst du? In einem Browser-Game für 14 Euro gibt es dynamischen Wetterwechsel. Ja? Und ein tolles Multimillionen-Battlefield 3 schafft es nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sowas von geil hier. Der Nachteil ist, jetzt ist die Sicht natürlich beschissen. Es ist noch dunkler. Oh, verdammt. Nicht, dass ich jetzt verliere. Jetzt verliere ich es noch, verstehst du? Jetzt muss es gerade zum Schiffen anfangen. Der macht es mir nur schwieriger, verstehst du? Das ist natürlich schlecht. Ich glaube, ich habe es verloren. Ich war zu langsam, oder? Schauen wir. Vielleicht da hinten. Ich glaube, es ist in den Wald geflüchtet. Verdammt, verdammt. Ich höre es auch nicht mehr. Gott. Ja, es ist genauso gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Ich bin 10 Minuten rumgelaufen und ich habe es verloren. Aber der Regen hat nachgelassen und ich habe Glück. Ja, ich habe eine neue Spur. Ich habe gerade einen weiblichen Rothirsch, habe ich gehört. Und den lasse ich mir nicht entgehen. So, man sieht schon. Also er muss da vorne sein. Diesmal lasse ich mir nicht entgehen. Komm schon, jetzt schön langsam, schön ranpirschen, ganz vorsichtig. Keine Fehler mehr machen. Oh Mann, ich sage, es ist so richtig geil hier. Da kommt Adrenalin hoch, das macht richtig Spaß. Das ist echt 10-mal besser als eine Runde Battlefield. Und jetzt schön vorsichtig, nicht zu viel Krach machen. Da vorne muss es sein, komm schon. Bogen raus. Komm schon, wo bist du? Zeig dich. Komm schon, Papa hat Hunger. Da vorne muss es sein. Verdammt, verdammt, hätte ich nur das andere Lockmittel dabei. Aber da vorne, oder? Jetzt langsam, langsam. Warte. Da vorne ist es. Ah, ja, ja. Oh nein. Scheiße, das ist zu weit. Verdammt. Den kriegen wir, komm. Schön langsam ran. Eieieiei. Du entkommst mir jetzt nicht mehr, komm. Komm schon. Jawohl. Ah, die Sonne ist rausgekommen, ja, das passt ja richtig. Das passt ja richtig. Schau dann. Ja, komm schon. Der kleine Bastard, ja, versteckt sich immer, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Aber jetzt erwische ich ihn. Komm, er läuft, glaube ich, auf mich zu. Hinter dem. Ja, jetzt erwische ich ihn. Komm. Er ist hinter der Tanne, müsste er sein. Jetzt komm. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Jetzt komm. Ja, jetzt. Jetzt. Was zum.
Habe ich ihn erwischt? Verdammt, was war das? Hat ein Hirsch gerufen oder was? Oh Mann, aber ich glaube, ich habe ihn erwischt, oder? Verdammt, jetzt hänge ich auch noch hier fest. Komm. Oh Gott, hoffentlich habe ich ihn erwischt. Verdammt, gerade in dem Moment röhrt der Hirsch, das kann nicht wahr sein, und ruft seine Hirschkuh. Ich werde bekloppt, aber ich habe ihn erwischt, oder? Oder ne? Wenn er mir jetzt wieder entkommen ist, ich gehe ein. Komm. Keine Spur. Verdammt. Da ist er. Ja, da ist er. Wir haben getroffen. Was ist denn das? Lebt er noch? Nee, der lebt nicht. Doch, lebt er noch? Nee. Ist das ein Bug, oder? Nee, der lebt nicht. Oder? Oder? Doch, der lebt doch. Na, gleich nochmal einen Pfeil hinterher. Komm schon. Er muss ja nicht extra lange leiden. Was? Lebt immer noch? Nee, der ist ein Bug, der ist schon tot, oder? Ja, hier mal einscannen. Kann doch nicht wahr sein. Der lebt immer noch? Nee, das ist so. Der lebt tatsächlich noch. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für ein zähes Vieh? Das ist ein Rambo-Bambi. Hä? Aber jetzt sag Hallo zu meinem kleinen Freund. Okay, also wenn er den jetzt auch noch überlebt hätte, dann hätte ich wirklich, also kann ja wohl nicht wahr sein. Ja? Aber man sieht es mal, ja, das ist anscheinend Anfängerfehler. Ich habe anscheinend irgendwie nicht die richtigen Trefferzungen erwischt. Ne? Man hat es ja auch gesehen. Ich habe alles getroffen, nur nicht die wichtigen Organe. Ja, das war natürlich ärgerlich. Und jetzt machen wir noch ein Erinnerungsfoto. So, ich habe jetzt mein Zelt aufgestellt. Und mir reicht es für heute. Ja. Ich bin fertig, das war jetzt so spannend. Ja. Und jetzt habe ich auch noch das arme Viech so leiden lassen. Ja. Das ärgert mich. Ja. Beim nächsten Mal mache ich es besser. Ich nehme jetzt anscheinend das nächste Mal die Flinte mit. Ja. Mit dem Pfeil und Bogen, da muss ich noch üben. Da muss ich noch mal auf den Schießstand. Und ich gehe jetzt in mein Zelt, ja, und schmeiße den Grill an. Macht es gut. Bis zum nächsten. Ciao.